Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge in absoluter schlechter Wetterlage. Deswegen, wir machen heute wieder nochmal meine Kombi. Das ist jetzt Nummer 3.486.000 Mal, wo ich die Kombi umfärbe. Diesmal habe ich mir aber einen besseren Plan gemacht. Das alte Video fand ich echt schlecht. Deswegen hier in diesem Video viel Spaß. Ich zeige jetzt euch, wie ich meine Kombi färbe. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Einmal das. Meine Freundin wird... Marvin, warum hast du denn das als Affen? Das ist egal. Um die alten Reste zu entfernen, weil ich glaube, jetzt habe ich schon eine 5 cm Schicht Farbe Acryl auf der Kombi. Ich glaube, das ist nicht so gut. Dann Pinsel. Ja, es gibt, solltet ihr Airbrush haben, ich glaube, dann wird es absolut Zucker. Dann die entsprechenden Farben. So. Ja, ich hoffe, es ist nicht ganz so überbelichtet, wie es jetzt aussieht. Dann das Shitty Red da. Und ich werde das Shitty Red ein bisschen neonfarbener machen. Hoffe ich, das funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mit. Ja. Damit auch mein, quasi das Logo, gut abgebildet wird. Und beim Rüberpinseln nicht so die mega Kanten entstehen und es scheiße aussieht, habe ich mir das geholt. Frog Tape. Das ist dafür da, dass die Klebekanten nicht so unterwässern. Habe ich mal einen Tipp bekommen. Ich probiere das mal jetzt, zweckentfremde das mal für die Lederkombi. Und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ist übrigens echt nicht günstig. Also wenn ich jetzt hier alles zusammenrechne, so eine Farbe 12 Euro, 10 Euro, Pinselset 10 Euro. Keine Ahnung. Hat meine Freundin bezahlt. Ist aber auch mit Mandelduft. Oh, voll gut. Ich fange am besten an. Nein. Alle Produkte, die ihr seht, ich werde da weder für bezahlt noch sonst was. Ich dachte mir nur, ich zeige es euch, falls ihr selber überlegt, gerade jetzt über die Winterzeit. Ihr könnt nicht Motorrad fahren oder nicht mit eurer Lederkombi, wie auch immer. So habt ihr die Möglichkeit oder ich versuche euch was zu zeigen, wie ihr eure Lederkombi färben könnt. Und so jetzt... fangen wir am besten an. So, Zebra noch besorgt. Jetzt kommt das Acryl zum Einsatz. Ich empfehle euch echt was an der Hände zu ziehen, weil macht euch nicht kaputt. Schauen wir mal, wie weit ich das jetzt abkriege. So wie ich mir das erhofft habe. Und bei dem Scheißgeruch lüften. Farbe geht ab. Richtig gut runter. Boah, das geht richtig stumpf, das Leder. Schicht runter. Da muss ich leider doch wieder überpinseln. Schade. Fuck. Ich glaube, das dauert zu lange. Und für heute habe ich auch nicht genug dabei. Eine Ewigkeit später. So, ich habe das erstmal die Oberfläche gut behandelt. Ich zeig's euch mal. Ja, hier muss ich nochmal bei. Sonst sieht es teilweise ein bisschen besserlich aus, aber da wird jetzt einmal schwarz drüber geölt und dann passt das schon, das sieht ja schon ganz gut aus. Und dann werde ich hier mit diesem Frog Tape das abkleben, genauso wie hier. Da kommt das quasi das Symbol hier so hin. Auf der Seite genauso. Und ja, eigentlich recht easy. Weil hier sieht man teilweise an den Stellen,
Ich empfinde es als, ja, hier so die Stelle, das ist, voilà, so. Ja, erkennt man leider nicht so gut. Das ist quasi die Stelle, wo mein Bauchtasche manchmal so ein bisschen reibt und dieses Schwarz reibt sich halt so ein bisschen rein. Und das sieht dann halt Käse aus. So, ich fange jetzt nochmal an mit Grundieren. Da ich ja jetzt schon weiß, wie es geht, ich nehme so einen recht dicken Pinsel, weil wir später noch einmal schwarz drüber gehen. Von daher stört das nicht. Das Rot deckt halt nicht so geil, aber das Schwarz umso besser. Jetzt probiere ich mal das Rotleicht anzumischen. So, und das ist meine neue Farbe. Sieht eigentlich schon ganz geil aus. Die wird noch ein bisschen dunkler beim Auftragen. Aber das ist sehr nahe der Ton, wo ich hin möchte. Das Leder sollte jetzt nämlich ewig in dieser Position sein, weil das mag das Leder nicht. Sollte mir das gleich noch zu nähern sein, kann ich noch eine Schicht mit der roten Farbe drüber ziehen. Dann weiß ich das ein bisschen aus. Ich habe mir nämlich jetzt überlegt, wie ihr seht, dass ich die Streifen hier nur in der Farbe mache und dann reicht das. Dann mache ich noch ein paar kleine Applikationen da und dann war es das mit der Farbe. So gefällt es mir nämlich auch einfach nicht. Also, ich bin mit der ersten Schicht soweit fertig. Ich zeige euch das mal. Ich würde jetzt noch gerne zwei Dinge festhalten. Nummer 1. Es ist nicht ganz so gesund. Also am besten arbeitet ihr in einem belüfteten Raum. Ich habe jetzt auch gerade das Fenster auf. Ist jetzt nicht vorschriftsmäßig belüftet, aber okay. Und solltet ihr beim Machen merken, ihr kriegt eine pelzige Zunge, das ist von eurem Körper das Anzeichen dafür. So, jetzt, das ist too much. Habe ich gerade. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ja, und während das eintrocknet, könnt ihr ja so eine Stunde warten. Dann machen wir weiter, dann ist die Grundschicht soweit getrocknet. Und dann können wir Schritt für Schritt immer weiter auftragen. Das wird jetzt so 7-8 Mal wiederholt. Und dann haben wir ja hinterher ein richtig geiles Ergebnis, hoffe ich. So, ich gehe jetzt erstmal eine Runde wieder daddeln. Und dann gehen wir gleich wieder weitermachen. Haha. So, und weiter geht's mit Runde 2. Ich muss noch dazu sagen, die Billig-Kombi, mir ist das jetzt nicht so wichtig. Das teilweise kann sauig aussehen. Ich denke, bei jedem Auftrag mehr bildet sich halt eine Kante. Auch jetzt hier in dem Bereich. Und das könnte man später sehen. Also wenn ihr es wirklich super ordentlich haben wollt, dann empfehle ich euch das vorher alles abzukleben. Da, wo halt keine Farbe hin soll. Weil sonst seid ihr da ziemlich lange dabei, das wieder runterzukriegen. Aber in diesem Falle, die Kombi war günstig geschossen und für mich ist das okay. Für den Qualitätsanspruch ist das in Ordnung. Für meinen gerade so. Guess what? So, bevor wir jetzt zu Nummer 8 kommen, hier einmal die Handschuhe schon mal vorbereitet, weil die können ja gleich mitlaufen. Ich werde die farblich noch angleichen. Dass sie hier, also dass das gleich ist und das farblich gleich.
Jetzt habe ich natürlich noch das vor mir, was auch rot werden muss, also in dem neuen Rot, was ich so geil finde. Und die schwarze Fläche, was natürlich wieder 10 Millionen Durchgänge betrifft. Ich habe sie aber diesmal abgeklebt mit dem Frog Tape, wie man so schön sieht. Selbst hier rein. Ja, müsst ihr mir glauben, ich bin dazu blöd dafür. Bevor ich aber anfange zu malen, drücke ich dieses Tape nochmal fest, weil das Leder hier sehr weich ist und passt die Klebestreifen dann nicht mehr und dann kann ich nicht wieder rumsauen. So, ich zeige euch das mal. Ich erhoffe mir davon eine schöne, saubere, gerade Kante, ohne dass ich viel... Ich glaube, bei dem kleinen Feld wäre ich mit einem kleinen Pinsel genauso fix, ohne das abkleben, aber ich wollte es einfach mal zusammen bzw. gegeneinander antreten lassen. Oh, die Ecke unten ist echt scheiße. So, bei den Schuhen mache ich folgendermaßen weiter. Die werden komplett schwarz, bis auf diese beiden Sachen, die bleiben rot. Das ist natürlich der Kupplungsschuh. Ja, ich glaube, der wird deutlich hart leiden. Ich weiß nicht, ob das lange hält. Aber gut, ich merke nämlich jetzt hier schon, wie man hier sieht, es reißt und das macht hier überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach Käse. Deswegen wieder zurück zu schwarz. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Tag 2, wie man unschwer erkennen kann. Ich zeige euch kurz, wie weit ich bin und das konnte jetzt eine Nacht trocknen. Und ja, schauen wir uns mal an. Ha. Also das Rot ist schon richtig gut. Doch. Schön kräftig. Das gefällt mir. Selbst hier sieht man es. Warte, ich gehe mal so ein bisschen aus dem Licht hier. Sieht viel besser aus und leuchtet so ein bisschen. Richtig nice. Ich würde jetzt nochmal drüber gehen und dann... ich glaube, ich gehe da jetzt noch einmal drüber und dann fange ich an, hier die Stellen abzukleben, um dann später ganz entspannt mit Schwarz hier drüber zu eimern, ohne mir das wieder zu versauen. Auch hier das Emblem muss fein säuberlich dann zusammengeschnitten werden aus Klebesachen und so. Wird richtig spannend, ja. Ja, Handschuhe rechts. Sekunde. Sieht gar nicht schlecht aus. Hier mal wieder mit Schwarz, muss nochmal rübergegangen werden. Ah ja, wir sind jetzt schon beim 10. Mal. 12 Sekunden später. Herzlich willkommen bei Woche 3. Ich färbe meine Kombi um. So schlimm ist es nicht, aber wie man auch schon in der Kleidung sieht, es wechselt, weil ich habe nicht jeden Abend dafür Zeit und nicht wirklich den ganzen Tag. Und ich muss das so ein bisschen in Etappen machen, deswegen... zeige ich euch jetzt kurz, wo ich bin, weil ich zwischendurch auch off-Kamera Sachen mache. Geht halt schneller. Grundsätzlich habe ich jetzt hier schon ein bisschen mehr Schwarz aufgetragen. Es geht runter. Das sieht schon teilweise richtig geil aus, wie ich finde. Diese roten Streifen. Passt gut auch zum Dupe vorne. Auch die Handschuhe. Es wird so langsam. Da die Schwarz dauert halt immer mega lange. Das ist echt scheiße. Solltet ihr wirklich eine Kombi färben wollen, holt euch eine helle Kombi als Grundlage. Aber hier sieht es schon besser aus. Sieht man jetzt natürlich auch im Licht, dass sich so ein paar Reliefs bilden. Aber kann ich alles haben. Ne, ich habe einfach rumgesaugt, ich habe viel zu viel Farbauftrag. Thema Schuh. So werden beide aussehen. Nur mit dem Ding rot. Vielleicht gucke ich mir hier oben noch irgendeinen Streifen oder so aus, den ich dann auch rot mache. Mal schauen. Aber ich glaube nicht, es wird dabei bleiben. So, mal wieder ein kleiner Zwischenstand. Ich habe auf Kamera wieder weitergemacht, um das Ganze so ein bisschen zu verkürzen, weil es wirklich Zeit in Anspruch nimmt und ich bin gerade erst vorne fast fertig. Ich zeige euch kurz, wie weit ich bin und erkläre vielleicht ein bisschen was dazu. Sieht das schon mal sehr gut aus. Boah, sieht so geil aus, das Matt. Das Matt, boah. Geht mir ab. Sie ist komplett wieder schwarz. Hier sieht man noch die ein oder andere Stellen, wo das Rot durchkommt. Mal gucken, ob ich das überhaupt fixe, weil irgendwie sieht das ganz cool aus. Aber egal. Und es kommen noch die Arme dran.
die klappe ich gleich runter. Ich habe nämlich hier eben noch ein bisschen Farbe aufgetragen. Das wollte ich kurz antrocknen lassen. Aber in der Zwischenzeit kann ich schon mal hier. So, ich bin soweit, dass ich das jetzt abnehmen kann. Und das machen wir jetzt zusammen. Gucken, wie geil die Kante geworden ist. Ich bin gespannt. Ja, da muss ich hier nochmal neu kleben. Aber ja. Also geklebt hat das, glaube ich, schon mal ganz gut. Ich muss es nur zum Fassen kriegen hier. Feier ich richtig. So sieht es in voller Gänze aus. Ich bin schon eine Runde gefahren, wie man sieht. Leider sind dann noch so ein paar Stellen, die ich noch bearbeiten muss. Aber sieht schon geil aus. Ich muss noch Fotos machen, wenn ich auf dem Moped sitze. Wenn er dann so draus sitzt, kommt schon gut. Ja, zu wenig Platz hier im Zimmer. Und ich muss hier unbedingt raus. Schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Ich versuche in der Zeit noch, bevor das Video fertig ist, Fotos zu machen. Ansonsten war's das.